Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier einen Chevrolet Baujahr 1972, einen Nova hier vorstellen. Findet ihr hier in der Kategorie. Wir haben das gute Stück und ja, wir haben hier Sachen, die was wir hier uns anpassen können in verschiedene Hinsicht. Ich finde, der hat schon mal einen echt coolen Sound. Er kostet hier nur 3000 Euro und 153 Leasing. 120 km/h soll er so schnell sein und einen, ja, 120 Liter Tank, 650 PS entsprechen hier 478 kW. Wir haben hier die Möglichkeit, hier die Designfarbe hier zu ändern. Machen wir das einfach mal im Rot, dann sehen wir hier der Unterrahmen und vorne die Bremssättel, die werden hier auch rot in Design. Jetzt können wir auch nochmal schauen, machen wir hier einfach mal pink, dann sehen wir das. Nein, das endet, oder doch, das geht auch mit. Das InDesign und hier die Hauptfarbe können wir auch hier uns mal anpassen in hier verschiedene Farben. Ja, Design haben wir jetzt einmal hier Stock und dann haben wir hier No Splitter, also ohne Schürze vorne. Dann hier ohne Grill mit Schürze. Dann hier das Ganze ohne. Motorausführung haben wir hier den Carb, keine Ahnung, was das heißen soll. Dann haben wir hier noch natürlich hier Blower oder soll das Power heißen. Ja, kostet hier ein bisschen Aufpreis, aber hier, wir haben dann hier 1200 PS, entsprechen hier 883 kW. Finde hier mit diesen Pinks sieht da auch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, dann haben wir hier vorne hier also rotes Licht drin, dann hier blaues Licht. Grünes Licht, pinkes Licht, wieder rotes Licht. Reifenvariante haben wir jetzt hier, also einmal Dreck, also für Dreckstar und dann hier Stock. Und dann wieder hier Dreckstar. Dann haben wir die Möglichkeit, hier uns eine andere Haube hier noch hinzuzufügen. So, das sehen wir jetzt hier, haben wir einen besseren Lufteinlass, dann hier offen. Oder wieder so. Ja, das sollte man dann hier überlegen. Hier machen wir das mal hier so offen. Da können wir jetzt hier, ja, Motorisierung. Also immer hier haben wir oben hier jetzt hier einmal hier, glaube ich, mit Kompressor oder was er sein soll. Ja, ist Kompressor oder hier mit einem klassischen Luftfilter. Das sind so hier die Sachen hier, was wir hier machen können. Und ja. Ich denke mal, wir schauen uns das gute Stück jetzt mal hier an. Ich habe jetzt den schon hier gekauft. Ja, sehen wir jetzt hier das gute Stück. Sieht schon mal auch echt cool aus. Ja, sehen wir jetzt hier. Vorne jetzt ohne Grill mit der Schürze. Dann hier auch nochmal ohne. Und jetzt komplett ohne. Drüben habe ich den also komplett mitstehen. Dass man hier den Grill drin hat. Ja, dann sieht man hier auch für unseren Luftfilter, wie man hier sieht, ändert sich dann hier auch die Farbe oder hier die Klappen. Ja, das ist ganz cool. So, jetzt starte ich mal die Hütte, dann sehen wir hier die Klappen, hier die ändern ihre Position. Ganz cool natürlich. So, dann kann man hier mit der Taste N hier vorne ja mal die Haube mal wegtun, dann sehen wir hier, ist schick alles hier animiert. Dann mit X kann ich hier die Seitenfenster hier aufklappen, dass wir ein bisschen Luft reinkriegen. Dann mit der rechten Maus können wir die Heckklappe hier auch noch aufmachen. Dann sehen wir aber, wir haben hier hinten nur die blanke Achse, sonst haben wir hier nichts. Man sieht hier noch einen Tank. So. Bei dem muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Gas, ja, 300 km/h. Also man merkt, also er will gleich losziehen. Wir fahren aber vorsichtig mal bei uns auf die Bühne. Oh, ja, 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 oh, ja, ja. Oh, ja. Ach, ey, der ist so schwer zu fahren. Oh. Spiegel, ja, das sieht man jetzt hier. Wir können durchschauen. Kommt mir vor, wir können durchschauen oder täuscht das? Nein, es täuscht. Wenn man hier aufs Gas steigt, sieht man, wie er hinten runter geht. Wow. Wieder eingestiegen. Hm. So, Handlampe anschalten. Wir wollen natürlich hier unter dem Popel mal drunter schauen. Dann sehen wir hier, er ist schick hier animiert worden. Und ja,
komplett hier alles moduliert. Sieht echt heiß aus, muss man wirklich sagen. Probieren wir mal rückwärts zu fahren. Ja, also er fällt auch schnell gerne mal um. Wow. Donuts rückwärts. So. Das ist unsere Hupe. Reifenspuren macht er ja. Wir gehen einfach mal in die Nachtschicht mal rein. Schauen das Ganze natürlich hier natürlich mal in der Nacht natürlich an. Also sehen wir jetzt hier das rote Licht, wie ich davor gesagt habe. Blinker mit Schein. So, jetzt das zweite Mal F schalten. Dritte, vierte. Gehen wir mal in die Innensicht mal rein. Sehen wir jetzt hier drin, schick alles beleuchtet ist. Dann schauen wir mal, Blinker-Kontrolllampen, hat er sowas? Nein, hat er nicht. Und andere Kontrolllampen hier hat er auch nicht. So, gehen wir nochmal durch. So, jetzt hier mit, da geht der Kegel hier an, aber vorne haben wir hier den Lampen nicht so her. Also mit Nummer 6 und jetzt hier nur mit 5. Der Sound her, finde ich, ist ganz gut. Nicht der übliche Sound, was wir so ja gewohnt sind. Wie man hier sieht, hier, er macht hier also volles Programm hier mit der Beschleunigung. Probieren wir nochmal rückwärts. Ja, also rückwärts hier mit so bei den 30 km/h. Und wir geben jetzt mal einfach volles Rohr gleich. Das ist jetzt der hier mit die 1200 PS, muss man auch noch so sagen. 300 soll das werden. Ja, 300 schaffen wir sogar hier. Auf dem kurzen Stück, wie wir gesehen haben. Also das ist hier für Viertelmeilenrennen der optimale Wagen. 300. Bremslicht geht auch. Rückfahrlicht hat er auch. Aber rückwärts ruckt der so. Das ist irgendwie ein schade, nicht so schön. Wir schauen uns gleich natürlich hier den anderen noch an. Normalerweise jetzt das jetzt zum Fahren, der Sound gefällt mir nicht so, weil irgendwie das ist der Sound eigentlich normalerweise, wenn wir jetzt hier natürlich ja den Motor im Stand laufen haben. Und mal langsam zurückziehen, also es leckt nicht oder sowas, braucht ihr keine Angst haben. Wir schalten mal aus und da geben wir nochmal acht natürlich jetzt hier auf die Klappen. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt gehen wir noch in die Innensicht rein, da sind wir hier innen drin, ja, sieht da nicht schlecht aus, aber mein Geschmack hier, um den zu fahren, ist es eigentlich nicht, weil er ist, die Scheiben sind so dunkel. Das ist das Einzige. Jetzt haben wir den hier mit die 600 und paar zerquetschten PS und jetzt starten wir mal den da. Ja, der soll nur 160 km/h schnell werden. Er lässt sich auch besser fahren. Sound her verschwindet irgendwie bei denen. So. Jetzt haben wir das gute Stück hier mit der anderen Haube. Da habe ich jetzt alles auf Geld gewählt. Dann können wir noch uns natürlich hier nochmal von außen ein bisschen anschauen. Ich finde, das sieht so hier gar nicht so schlecht aus. Hier das Modell hat was natürlich hier an sich, muss ich dazu auch noch sagen. Ein echt cooler Hobel. Und jetzt kommen wir natürlich hier zu unserem Spiellook. Da sehen wir jetzt hier, er ist hier fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz.